Ich nenne sie die Fremden. Sie haben uns entführt und hierher gebracht. Diese Stadt und jeder in ihr ist Teil ihres Experiments. Sie vertauschen unsere Erinnerungen, wie es ihnen gefällt. Sie wollen herausfinden, was uns einzigartig macht. An einem Tag ist jemand vielleicht ein Inspektor und tags darauf ist er vielleicht etwas ganz anderes. Gesetzt den Fall, sie wollen einen Mörder studieren. Dann prägen sie einfach einem x-beliebigen Bürger die entsprechende Biografie ein. Sie schaffen eine Familie für ihn, Freunde, eine vollständige Lebensgeschichte. Wenn es sein muss, sogar eine verlorene Brieftasche. Dann beobachten sie die Folgen. Würde jemand mit der Vergangenheit eines Mörders sich auch weiterhin so verhalten? Oder sind wir mehr als die bloße Summe bestimmter Verhaltensweisen? Diese Sache mit ihnen als Mörder war ein wirklich unglücklicher Zufall. Sie hatten schon Dutzende von Leben zuvor. Und während ich sie mit diesem geprägt habe, sind sie plötzlich aufgewacht. Aus welchem Grund tun sie das alles? Es geht um die Fähigkeit zur Individualität. Es sind unsere Seelen, dadurch unterscheiden wir uns von ihnen. Sie glauben, sie können die menschliche Seele für sich vereinnahmen, wenn sie wissen, wie unser Gedächtnis funktioniert. Was sie haben, ist nur ein Kollektivgedächtnis, sozusagen ein Gruppenverstand. Sie sterben, verstehen Sie? Ihre Gattung ist dem Untergang geweiht. Und sie glauben, wir können sie davor bewahren. Und was sollte ich dabei? Sie sind anders, John. Sie widersetzen sich meinem Versuch, sie zu prägen. Irgendwie haben sie deren Fähigkeit entwickelt, zu tunen, die Dinge zu verändern. Auf diese Weise bauten sie diese Stadt. Sie besitzen Maschinen, tief unter der Oberfläche verborgen. Mit deren Hilfe konzentrieren sie ihre telepathischen Energien. Sie beherrschen alles hier, sogar die Sonne. Deshalb ist es immer dunkel. Sie vertragen kein Licht. Und wozu brauchten die sie? Nachdem sie uns hierher gebracht hatten, entzogen sie uns das, was in uns war, und speicherten diese Informationen. Sie mischten sie, so wie man Farben mischt, und gaben sie uns zurück nach ihrem Gutdünken. Aber sie brauchten noch einen Künstler, der ihnen zur Seite stand. Ich verstand mich besser auf die Feinheiten der menschlichen Seele, als sie je in der Lage sein würden. Deshalb durfte ich meine Erfahrungen als Wissenschaftler behalten, aber sie zwangen mich, auf alle anderen zu verzichten. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, dies alles auslöschen zu müssen? Seine eigene Vergangenheit. Was ist mit meiner Vergangenheit? Meiner Kindheit? Shell Beach? Onkel Carl? Was ist damit? Als ich es gefunden habe, war es leer. Sie begreifen noch immer nicht, John. Sie sind als kleiner Junge niemals an diesem Ort gewesen. Ihr ganzer Werdegang ist eine Illusion, eine bloße Erfindung, genau wie bei uns allen. Sie haben diese Zeichnungen durch ihre besondere Gabe entstehen lassen. Sie sagen, wir wurden hierher gebracht. Von woher denn? Bedauere. Ich erinnere mich nicht. Keiner von uns erinnert sich mehr daran, was wir einmal waren. Was aus uns geworden wäre. Irgendwo anders.